Das 14. Frauenfestival Ars Femina startete mit zwei außergewöhnlichen Künstlerinnen vor interessiertem Publikum im Rathaussaal am Stetten. Bürgermeisterin Ursula Puchebner erinnerte bei der Eröffnung, dass erst 1911 das Frauenwahlrecht in Österreich eingeführt wurde. Es haben sich auch nach 100 Jahren die Forderungen der Frauen noch nicht wirklich alle erfüllt. Es hat sich vieles verändert, es sind Frauen in den Mittelpunkt gerückt worden, aber doch noch nicht alle. Und ich glaube, wir haben nach wie vor Aufholbedarf, gerade im Bereich bei der Lohngerechtigkeit, bei der Partizipation einer Gesellschaft. Da glaube ich, müssen wir noch einiges nachholen. In Österreich ist die Schere 23%. Worauf führen Sie das zurück, dass in anderen Ländern das eigentlich sich schon ausgeglichen hat? Naja, das hängt immer von den politischen Verhältnissen an, in jedem Staat, würde ich meinen. Und ich glaube, ich brauche einfach in der Zukunft immer mehr mutige Frauen, die auch auf die Straße gehen und diese Forderungen immer wieder stellen, sodass sie auch gehört werden. Das Telefon verfolgt mich schon, das Papier sieht jetzt, die Nummern von die Fehler. Die Künstlerinnen Juju eröffneten die Ars Femina standesgemäß, indem sie beide Nachwuchs erwarten. Bleibt die Frage, ob der Kampf um Gleichberechtigung wenigstens unter Musikern und Musikerinnen schon erledigt ist. Also ich habe den Eindruck noch nicht so ganz. Wenn Sie sich ein bisschen anschauen, was so bei den diversen Konzerthäusern, Veranstaltungsprogrammen für Gruppen spielen und wie hoch da jeweils der Frauenanteil ist, dann finde ich, ist das noch nicht ganz so, außer es ist eine Ars Femina, wo vielleicht nur Frauen spielen. Aber sonst, also es gibt schon überall Frauen, aber ich finde gerade im Jazzbereich, da kann man uns schon noch irgendwie an zwei, drei, vier Händen abzählen. Sie sind jetzt heute zu zweit aufgetreten. Wie ist das, wenn sich Frauen im Ensemble durchsetzen müssen? Ja, also ich finde halt, wenn man dann in gemischten Ensembles spielt, dann ist das eigentlich kaum ein Problem mit den Männern. Also doch Gleichberechtigung. Ja, da ist es dann schon eine Gleichberechtigung. Ich glaube, dass es halt vielleicht manche Ensembles gibt, da mit quasi, wo es vielleicht mit diesen Typen, sage ich mal, Probleme gibt, da spielt man dann als Frau eh nicht mit. Meistens. Also Hard Rock. Nein. Ja, oder die Wiener Philharmoniker. Da hat man es als Frau nämlich auch zum Beispiel nicht so leicht. Aber da hat sich viel getan. Langsam. Und die, glaube ich, die haben es nicht leicht. Also die wenigen Damen, die schon... Gibt es jetzt eine Konzertmeisterin? Ja, trotzdem, ich glaube, die haben es alle nicht leicht. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren was getan, aber irgendwie, also von dort kann auf jeden Fall von Gleichberechtigung keine Rede sein. Offensichtlich sehr langsam wandelbare Gesellschaft macht ein ständiges Aufstampfen der Frauen notwendig. Ob es notwendig ist, das kann man, darüber kann man diskutieren. Ich denke mir einfach, dass es schön ist, dass es ein gutes Zeichen ist, dass man einfach auch dazu stehen kann, dass es viele Künstlerinnen gibt, jetzt mit kleinem I geschrieben, viele Frauen gibt, die einfach künstlerisch tätig sind, und das möchten wir in Amstetten damit einmal im Jahr ganz besonders herausstreichen. Amstetten ist ja eigentlich eine Frauenstadt, wenn man das anschaut. Bürgermeisterin, Vizebürgermeisterin, eine starke Gemeinde. Ich sage jetzt einmal, in Amstetten ist ein Boden, wo sich Frauen entfalten können und dürfen. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja. Das Frauenfestival in Amstetten läuft noch bis 14. März.